Wenn ihr wissen wollt, was es mit der Shiny Swap Methode auf sich hat, dann bleibt jetzt noch 2 Minuten dran. Los geht's! Diese Methode funktioniert nicht bei geschlechtslosen Pokémon wie Tarnhill. Sorry guys. Außerdem, wenn ihr Competitive spielt, dann achtet bitte darauf, dass das Ditto, was jetzt gleich erwähnt wird, immer den Phantomknoten trägt. Ansonsten funktioniert dieser Exploit leider nicht. Das andere Pokémon bekommt dementsprechend den Ewigstein. Trifft all das zu, dann können wir auch schon starten. Um unsere Shiny zu brüten, fliegen wir zuallererst zum Pokémon-Hort und speichern unser Spiel. Nun legen wir ein Ditto aus einem anderen Land zusammen mit unserem einheimischen Carpador in der Pension ab. Ein solches Ditto bekommt ihr aus dem GTS. Tauscht einfach so lange eure erhaltenen Dittos mit anderen Dittos, bis ihr Erfolg habt. Legt auf jeden Fall diesem Ditto jetzt den Phantomknoten an, sonst funktioniert der Shiny Swap leider gar nicht. Durch diese beiden Pokémon haben wir jetzt die Masuda-Methode getriggert. Die Chance, ein Shiny Carpador zu bekommen, liegt jetzt nicht mehr bei 1 zu 4096. Sie wird durch 3 geteilt und liegt nun bei 1365. Wenn man dies noch potenzieren möchte, braucht man nur den Pokédex komplettieren und dann zum DFI zu gehen, um sich den Schillerpin abzuholen. Jetzt wird nochmal durch 3 geteilt und dadurch sind wir schon auf einer Chance von 1 zu 455. Sammelt nun 30 Carpador-Eier und macht die Box voll. Ich empfehle euch noch auf jeden Fall bei Einstellung, diese Option hier auszuwählen. Dadurch gibt es am Ende keine nervigen Fragen, wenn ihr euer Pokémon auf die Box transferieren wollt. Achtet nun auf die Reihenfolge, in der ihr die Pokémon aus der Box in euer Team packt. Und brütet diese Eier aus. Ein Carpador braucht zum Schlüpfen 3-mal weniger Zeit als unser heutiges Wunsch-Shiny-Pokémon. Nehmt also auf jeden Fall ein Carpador für diese Methode, weil es ansonsten nämlich viel zu lange dauert, wie in den Generationen davor. Brütet ihr alle 30 Eier aus, aber es kommt kein Shiny-Pokémon heraus, dann müsst ihr das Spiel speichern und es erneut probieren. Die Geschwindigkeit des Brütens könnt ihr übrigens auch erhöhen. Klickt einfach auf dieses Video, um zu wissen wie. Brütet ihr nun endlich das Shiny-Carpador, dann könnt ihr auch schon mit dem letzten Schritt weitermachen. Resettet euer Spiel ohne zu speichern. Legt nun euer Wunsch-Pokémon anstelle des Carpadors in der Pension ab. Bekommt nun die gleiche Anzahl an Eiern, die es benötigte, euer Shiny Carpador zu bekommen. In meinem Beispiel war es nur das 10. Ei. Brütet nur dieses aus. Hat alles geklappt? Dann habt ihr es auch schon, euer Shiny Pokémon. Hat euch das Video gefallen, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Oder ein Abo, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Wollt ihr nochmal alle Schritte einzeln nachlesen, dann schaut doch unten in der Videobeschreibung. Wollt ihr nun wissen, wie man einen Phantomknoten überhaupt bekommt, dann klickt doch auf das Video hier zu meiner Rechten. Oder wollt ihr wissen, wie man Shiny SOS Chaining betreibt, dann schaut euch dieses Video an. Oder wollt ihr Pokémon Sonne und Mond auf dem PC spielen, dann klickt dieses Video an. Und solange ihr noch nicht entscheiden könnt, so lasse ich einfach noch ein paar Outtakes laufen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer David. Nun legen wir ein Ditto aus einem anderen Land mit... Legt jetzt auf jeden Fall dem Ditto ein Shiny Swap. Ich empfehle euch in den Einstellungen, diese Option hier vorzunehmen. Dadurch gibt es keine nervigen Fragen, wenn ihr das Pokémon ausgebrütet habt und es wird direkt auf dem PC transformiert. Das war so gut! Das war so gut! Brütet ihr alle Eier aus, aber es kommt kein Shiny hervor. Heraus. Vor, heraus, ist alles dasselbe. Ich habe nicht synchronisiert die ganze Zeit. Oh Gott! Wollt ihr nun wissen, wie man einen Phantomknoten überhaupt bekommt? Dann klickt doch hier auf das Video. Was ist ein Radio?